Der ARD-Radio-Tatort. Raab, Polizei Bruckham hin. Die Frau Dr. Lampert müsste sprechen. Frau Professor ist im Urlaub. Ich vertrete Sie so lange. Worum geht's? Um einen Ihrer Insassen, der vor gute 2 Wochen ausbrochen ist. Insassen? Ausgebrochen? Bitte entschuldigen Sie, Herr Wachtmeister, aber wir sind kein Knast für Schwerverbrecher, sondern die Bezirksklinik für forensische Psychiatrie. Bitte freundlichst dies endlich einmal zur Kenntnis zu nehmen, ja? Gut, ich... Aber Sie sprechen vermutlich vom Patienten Mautner. Ist er endlich ausfindig gemacht worden? Da bin ich erleichtert. Er ist tot. Kripo ermittelt noch. Fremdeinwirkung liegt meines Wissens nicht vor. Unfall wird derzeit noch nicht ausgeschlossen. Suizid ebenfalls. Hätte es denn Anzeichen gegeben bei ihm in der Richtung? Ich erinnere nur, dass er unruhiger als sonst war. Und niedergeschlagen. Warum hat sich uns nicht erschlossen? Aber was war denn die Todesursache? Schaut erst einmal alles danach aus, dass er sich im Weilheimer Forst aufgehalten hat und da erfroren ist. Obduktion steht noch aus, aber soweit die Spurensicherung bisher über die Wetterdaten hat rekonstruieren können, muss er vor circa einer Woche gestorben sein. Hat er sich also im Wald versteckt? Und das zu dieser Jahreszeit? Ohne Winterbekleidung? Ohne Proviant? Schrecklich. Ich will es mir gar nicht ausmalen. Aber sagen Sie, es gibt wirklich keinen Zweifel, dass es sich um unseren Patienten handelt. Um Herrn Mautner. Benjamin Mautner. Die weiße Frau von Robert Hültner. Hört ihr Leid dem Oritat vom Burggrafen zu Weilheim? Sie hat sie ereignet vor 100 Jahren und wirkt nur bis in unsere Tag. Es hat sie zudrang, als das ganze Land auszunehmen nach Palästina. Für die Gesamtheit von der Christenwelt, das göttliche Jerusalem zu befreien. Allmächt kann ich doch bloß sagen. Also ihr Altbayern habt ja wirklich Fantasie. Hab gerade wieder einen Kulturschock erst der Güte verpasst kriegt. Hat das was mit der Frau zu tun, die vorher reingekommen ist? Der Frau vom Dings, vom, sag schnell, Dr. Böhlinger? Was hat denn die wollen? Ein Geist will's gesehen haben. Ein Geisterfahrer meinst du? Nein, ein Gespenst. Gestern Nacht soll es passiert sein, kurz nach 12, im Weilheimer Forst, ziemlich genau zwischen Weilheim und Bruck. Sie wäre auf der Heimfahrt gewesen, sagt's, und da jetzt am Straßenrand einen Geist gesehen. Lange weiße Haare, das Gesicht weiß wie ein Laich, angezogen mit sowas wie im Nachthemd, sagt's, oder Dudenhemd. Jedenfalls hätte es fast einen Unfall gebaut vor lauter Schreck. Ja, wahrscheinlich war es eine optische Täuschung. Das kommt vor, wenn du übernächtigt bist. Ferdl, was machen wir? Auf alle Fälle einen Ball erst einmal eher flach halten. Das Problem ist bloß, wenn doch irgend so ein Geschock, dass ihren Spaß draus macht, die Leute zu erschrecken. Und es passiert irgendwann einmal was, dann sind wir dran. Und deswegen schlage ich vor, dass wir bei Gelegenheit einmal im Weilheimer Forst nach dem Rechten schauen. Baut es in eurer Tour heute Nachmittag ein, Center, Rudi. Aber schick dich. Ja, jetzt mach keinen Zirkus. Ich bring bloß meine Birre schnell zurück. Okay. Die Rückgabefrist. Tut mir leid. Ich hab's nicht mehr geschafft gestern. Ja, ein Tag. Da machen wir jetzt mal kein Büro auf. Danke. Keine Ursache. Nehmen Sie wieder was mit? Es sind der Reihe wirklich guter neuer Kriminalromane reingekommen. Arthur Conan Doyle. Der ist auch neu übersetzt worden. Mei, sind's mir bitte nicht besser, Frau Elliot, aber mit Krimis hab ich's überhaupt nicht. Ich muss ja gleich weiter. Mein Kollege war draußen. Logo. Aber wenn ich Sie vielleicht bloß noch kurz auf unsere Veranstaltung am Mittwochabend hinweisen dürfte. Es gibt ein neues Buch mit Sagen aus dem Inntal, auch aus der Gegend um Bruck. Passt außerdem gut zu den Gerüchten, die momentan im Bruck kursieren. Finden Sie nicht auch? Aha, welche meinen Sie doch? Ja, von dieser weißen Frau, die da im Weilheimer Forst spucken soll. Die
ganze Stadt redet doch von nichts anderem mehr. Haben Sie noch nichts davon gehört? Die Ritter von der Weilheimer Burg, seit je und je drei Christenleid, zögerten beim Ruf aus Rom, nicht einen Moment und brachen auf. Dem frisch vermähten jungen Herrn hat's fast sein Herz zerrissen. Doch die Pflicht, die hat vor ihm verlangt, sein Glück allein zurück zum Lassen. Bitte, wo soll die jetzt gestanden sein, diese Lady in White? Ja, genau da, an der alten Wegscheid, wo die Brücken über den Weilheimer Bach abgeht. Und nach was suchen wir eigentlich? Ja, nach dem Personalausweis, den das Gespenst für uns da verloren hat. Entdeckung, Herr Ecker gibt den Scherzkeks. Nein, das täuscht, weil ich angefressen bin. Mit was für einem Scheiß wir uns da beschäftigen müssen. Also, ich sehe nix. Also da, schau mal da, was ist denn das unter dem Baum bei dem Fahren? Ein Kreuz. Ja. Könnte ein Materl gewesen sein. Ein Materl, ja. Hier starb der brave Lehrer Krug, der Kinderfrau, im Waldschluck. Was steht drauf? Zum Gedenken an. August? Ja. August 2000. Ist das so unser? Eher Simner, oder? 2007. Geliebte? Na, es könnte Tochter heißen. Stefan. Stefanie. Verkehrsunfall wahrscheinlich, oder? Ja, anzunehmen. Raserei, Wildunfall. Es passiert öfters einmal. Okay, fahren wir zurück. Da geh ein Schmarrn, was mir da mal. Also wenn du mich fragst, hat die Frau einen totalen Dachschaden. Sei mal stark. Was? Richtig gruselig da draußen, hä? Ja genau, fang du an, oh. Komm. So glaub mir doch, ich hab sie wirklich gesehen. Dann warst du wahrscheinlich wieder besoffen oder bekifft. Was für ein Schwachsinn. Eine Geistererscheinung hat sie. Ich fass es nicht. Ich fass das einfach nicht. Und dann fällt dir nichts Blöderes ein, als auch nur zur Polizei zu rennen und eine Anzeige zu machen? Eine Anzeige gegen ein Gespenst. Sag, merkst du nicht, dass du nicht nur dich zum Gespött in Bruck machst, sondern auch mich und unsere Firma ins Gerede bringst? Gerade jetzt. Das... Ich dachte bloß... Ich wollte da... Schluss. Sag die Wahrheit. Hast du gestern getrunken? Oder was eingeworfen? Nein. Ich nehme bloß die Medikamente, die mir Professor Meilinger verschrieben hat. Gegen meine Unruhe. Verdammt, Laura. Was ist denn bloß auf einmal in dich gefahren? Du glaubst plötzlich an Geister. Rennst von einem schamanischen Kurpfuscher zum anderen. Verplemperst unsere Kohle mit sündteuren Kursen bei irgendwelchen Scharlatan. Wo ist deine Vernunft geblieben? Deine Intelligenz. Du liebst mich nicht mehr. Jetzt geht diese Leier wieder los. Stimmt doch. Schön. Du willst es nicht anders. Beantworte dir einfach selbst die Frage, wie man in jemanden noch großartig verliebt sein soll, den man nur noch als personifizierte Depression erlebt. Ich bin dir eine Last. Schluss jetzt. Hör zu, Laura. Wenn dir noch irgendetwas an unserer Ehe und an mir liegt, dann rufst du in der Inspektion an und nimmst diese schwachsinnige Anzeige zurück. Hast du mich verstanden? Lass dir irgendwas einfallen. Erzähl etwas von Unterzucker oder Übermüdung, von optischer Täuschung oder dergleichen. Ob du mich verstanden hast? Ja. Aber ich sehe sie doch noch vor mir. Sie war weiß angezogen. Sie hatte ein langes... Es reicht. Ich habe auch nur Nerven. Ja. Ich habe doch nicht geträumt. Ich habe sie gesehen. Und? Habt ihr was gefunden im Weilheimer Forst? Negativ. Keine Frau im Unterhemd. Ja, eh klar. Vor 12 in der Nacht taucht die Nähe auf. Heißt's wenigstens in der Sage. Eine Sage gibt's da dazu? Die weiße Frau von Burg Weilheim, ja. Müsstest du doch auch kennen, Rudi, oder? Oder nicht was mit einem Grafen, der seine Frau umgebracht haben soll? Ja, so ähnlich.
Der Ritter von der Weilhammer Burg soll von einem Kreuzzug zurückgekommen sein und sei Eide erwischt haben, wie es mit dem Nachbarn passiert hat. Und daraufhin soll er sie in einem von den Türmen eingemauert haben, lebendig. Oh, romantisches Mittelalter. Und seitdem soll sie sich alle 100 Jahre mal sehen lassen, die weiße Frau, angeblich allweil dann, wenn irgendeine Katastrophen bevorsteht. Pest, Krieg, Husseneinmarsch, SPD-Wahlsieg und sowas. Das behaupten jedenfalls die Alten. Wie auch immer, uns ist sie nicht erschienen. Da war bloß ein altes Marterl. Ein Marterl? Gedenkkreuz. Rudi, was ein Marterl ist, das werde ich gerade noch wissen. Ich habe bloß überlegt, für was das stehen könnte. War da ein Name lesbar oder das Jahr? 2007, August, gell? Dann kann das der Unfall damals gewesen sein. Ja, das darf gute 10 Jahre her sein. Ja, es war ein Drama. 4 junge Leute aus Bruck, alle aus guten Familien, war Mädel auf der Stelle tot und der Bursch schwerste Schädelverletzungen. Die 2 anderen haben es nur mit Glück überlebt. Die waren auf der Heimfahrt, glaube ich, von einem Rockkonzert. Und der Fahrer ist von der Straße abgekommen, ist an einem Baum hingefahren, die Böschung runter, hat sich überschlagen und ist zuletzt im Bach gelandet. War Alkohol dabei, oder? Wenig. Vielleicht war er einfach zu schnell dran. Vielleicht ist er einmal Wolzau oder Reh reingerannt, er ist erschrocken, hat Steier rumgerissen. Die genaue Unfallursache ist nie rausgekommen. Stefanie war der Name auf dem Marterl. Stefanie, stimmt. Es war die Tochter vom Apotheker Meindl. Er hat dann seinen Zahnbrocher, den wir ihnen die Nachricht anbringen müssen. Das war ihr einziges Kind. Und der Schwerverletzte, das war der Bub von Dr. Mautner. Der Lehrer von der Realschule. Du müsstest ihn doch auch gehabt haben, oder? Ja klar, in englischen Geschichte. Den habe ich mögen. Ja, alle haben den mögen. Der war allbei gut drauf. Bei jeder Gaudi mitgemacht. Der war überall im Bruck dabei, im Chor, bei den Theatern, im historischen Verein. Der, wie mit seinem Shakespeare angefangen hat, du, da ist der Rauch aufgestiegen. Ja, das war sein Spleen. Aber nach dem Unfall, da war es aus damit. Kurz darauf ist er pensioniert worden, nachdem er zeitlang in der Nervenklinik war. Und neulich hat Nani gemeint, dass er es wahrscheinlich nicht mehr lang macht. Schaut dran, echt. Am meisten hat er ihm damals getroffen, dass es sein Sohn war, der am Steuer gesessen ist. Apotheker Meindl hat ihm vor alle Leute Vorwürfe gemacht, als hätte er, der alte Mautner, seine Tochter auf dem Gewissen. Was ist denn aus dem Buben von dem Lehrer? Hat einen Prozess gegeben. Anklage war fahrlässige Tötung. Trunkenheitsfahrt mit Todesfolge. Das Urteil war 5 Jahre. Ich strafe. Ist aber wegen Haftunfähigkeit gleich in die Geschlossene eingewiesen worden. Die Hirnverletzung war zu schlimm. Nach den 5 Jahren hat es zwar noch einmal eine Untersuchung gegeben, aber die Entlassung ist abgelehnt worden. Wegen Selbst- und Fremdgefährdung hat es geheißen. Und in der Geschlossenen sitzt der Heidner? Da ist er gesessen. Bis Ende Februar. Bitte, wir reden jetzt aber nicht von dem, der vor einem halben Jahr im Weilhammer fast erfroren ist, oder? Doch, von genau dem. Zentrale an Koloman 12, Zentrale an Koloman 12, kommen. Koloman 12 hören? Auf der B299, Abschnitt Weilhammer Forstbereich Alte Wegscheid, wird Verkehrsunfall gemeldet. Wagen ist nach bisherigem Stand von der Fahrbahn abgekommen und hat sich überschlagen und liegt am Bachufer. Fahrer scheint unverletzt, steht aber unter Schock. Obacht auf der Fahrbahn Karosserieteile. Brauchen Lagebericht und ob eventuell Umleitung erforderlich kommen. Ja, das war's dann mit der Pause. Verstanden, Koloman 1213 ist unterwegs. Ende. Senta, Rudi, hat's mitgehört? Abmarsch. Das muss da vorne sein, unten am Bach. Oh ja. Hallo! Hallo! Na endlich. Servus, Jackie. Was ist denn passiert? Unser Weinbrand-Willi hat sich mal wieder aufgestellt.
Hab mich rausgezogen. Angst gehabt, dass der Wagen weit in den Bach reinrutscht. Verletzt? Nichts passiert. Der Willi hat schon über mehr Glück, als wie er Verstand gehabt. Willi! Hörst du mich? Ist entweder der Schock oder ist wieder mal voll wie der Stampf aus Brali auf dem Oktoberfest. Hast du gesehen, was passiert ist? Ja, war gute 100, 150 Meter vor mir. Hab mir noch gedacht, Obacht, Bursche. Hab mir noch gedacht, im Weilheimer Wald, da fahr lieber ein bisschen langsamer. Wegen Wildwechsel, nicht wahr? Denken wir's noch. Dann fahren wir so weg. Kurz drauf hab ich die Hecklöcher am Bach unten gesehen. Warum er aber von der Straße abgekommen ist, ist mir ein Rätsel. Die Sicht ist an und für sich okay und die Straße ist trocken, aber wie ich ihn aus dem Auto gezogen hab, war er noch ein paar Minuten bei Bewusstsein, hat was daherprappelt, dass ihm irgendwas in die Straße gesprungen war. Ein Weib, weiß Gewand, weiße Haar, wie ein Leich, hat er gesagt. Darauf hätte er das Lenkrad rumgerissen, weil er es ja nicht über den Haufen fahren wollte und brummst dieses Geschenk. Da war ja schon unten. Die hat das extra gemacht, hat er wieder gesagt. Extra hat die das gemacht. Die Missbrütschen, das Luder, das Damische. Bin echt nicht recht schlau draus geworden. Wer ist da? Julia? Ich hab noch nicht gesehen. Hab gedacht, du hättest vergessen, es auszumachen. Hab's nicht vergessen. Ich ertrag's bloß nicht mehr. Diese Dunkelheit um mich. Papa. Aber es nutzt nichts. Es ist wie ein Schleier vor meinen Augen. Schwarz. Und immer dichter wird er, immer dichter. Es ist 2 in der Früh, Papa. Schlaf. Ja, wenn ich es bloß könnte. Es ist immer das Gleiche. Ich schlafe ein. Minuten später bin ich wieder wach. So geht's schon die ganze Zeit. Und jede Nacht. Und immer muss ich dran denken. Jetzt quäl dich doch nicht. Erfroren ist er. Im Wald drüben. Bloß ein paar Minuten Fußweg von seinem Daheim, Julia. Und ich hab nix gemerkt. Und nicht spürt, dass er in der Nähe ist und dass er mich braucht. Du bist doch operiert worden in der Zeit. Hör bitte auf, dir Vorwürfe zu machen. Nein. Es geht dahin, Julia. Ich spür's. Sag doch sowas nicht, Papa. Es wird alles noch gut. Es war alles umsonst. Glaub's mir. Ich hab keine Kraft mehr. Papa, bitte schlaf jetzt. Kann ich noch was für dich tun? Du hast ja gar nichts mehr zu trinken. Warte, ich hol dir was. Lass, ich hab keinen Durst mehr. Und keinen Hunger. Höchstens. Sag. Lies mir noch was vor, Julia. Aus dem Buch da, das auf dem Kastel liegt. Das da. Ja, hast immer so wunderbar vortragen können in der Schule. Die Sonette, weißt noch. Einmal habe ich mich umdrehen müssen, weil mir fast die Tränen gekommen sind. Das hast du mir nie gesagt, Papa. Lies, Julia. Da, wo es eingemerkt ist. Ja. Lies. Tired with all these, for restful death I cry. As to behold desert a beggar born, and needy nothing trimmed in jollity, and purest faith unhappily forsworn, and gilded honor shamefully misplaced, and made in virtue. Papa?
tired with all these. From these would I be gone, save that to die. I leave my love alone. Halt durch, Papa. Wir schaffen das. Sie kommen nicht durch. Ich bin davon überzeugt, dass es sich bei der ersten Anzeige um ein reines Hirngespinst gehandelt hat. Im Fall von gestern Nacht dürfte ebenfalls eine übersteigerte Fantasie vorliegen. Der Mann hat vermutlich von diesen albernen Gerüchten gehört und hofft, sich nun ebenfalls damit wichtig machen zu können. Test hat ein Sieben ergeben. Sehen Sie? Damit erübrigt sich ja... Moin beieinander. Moin. Morgen. Morgen, Frau Kollegin. Wenn mich meine Erinnerung nicht trügt, war Punkt 39 vereinbart. Sind Sie der Meinung, dass für Sie Sonderregelungen gelten sollten? Entschuldigung, ich war beim Doktor, hat er Notfall gegeben, deswegen hat er mich nicht gleich drinnen mehr können. Na schön. Soll aber nicht zur Regel werden, ja? Hab ich nicht vor, ne? Nehmen Sie diesen kleinen Einwurf als Hinweis darauf, dass ich größtmöglichen Wert auf Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit lege, ja? Man ist d'accord? Fein. Dann zurück zu unserem aktuellen Fall. Bei dem leider nicht völlig auszuschließen ist, dass sich nicht doch jemand seinen Spaß mit einem der bizarren Unfug macht. Womit immerhin § 315b StGB zum Tragen käme. Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Erinnere an dieser Stelle auch an diesen unsäglichen Trend mit den sogenannten Horrorclowns vor einigen Jahren, wo sich aus einem makaberen Spaß plötzlich eine Welle von Straftaten, von schwerer Körperverletzung bis zum versuchten Mord entwickelt hat. Ja, Rat? Ist vorgesehen, die Inspektion Oeding einzubinden? Die Kripo? Ist jetzt nicht Ihr Ernst, oder? Nein, das erledigen wir selbst. Darf sie davon in Kenntnis setzen, dass ich beim Präsidium für morgen Punkt 37 zwei Züge Bereitschaftspolizei als 20 Mann angefordert habe? Was uns ermöglichen dürfte, das fragliche Gebiet in gebotener Gründlichkeit umzupflügen. Ja, an die Arbeit. Ist was? Sollen sein? Ja, wegen dem Doktor. Ist okay. Okay. Routinecheck. Ach so. Alles okay, echt. War nur eine Frage. Okay, dann können wir erfahren, oder? Ich muss raus da. Hast du übrigens gestern das Öl nachschauen lassen? Der Motor nackelt da so. Der Kreuzzug und dauert, die Zeit hat sie zum. Der zum Krieg unbrauchbare Nachbar hat sie noch und noch erschlichen. Das Vertrauen der zurückblieben Frau. Ein paar Monate später hat der Hundling erfunden den Tod vom jungen Burgherrn. Und hat sie am gleichen Tag noch geheirat, dass die alte besser aufgekommen ist. Laura? Was ist? Frühstücken wir neuerdings nicht mehr zusammen? Komm gleich. Von Tag zu Tag bist du länger im Bad. Muss man ja schon fast als Reinlichkeitsfimmel bezeichnen, was du seit einiger Zeit abziehst. Na, endlich. Sag mal, wie siehst du denn aus? Ach, tut mir leid, ich konnte wieder nicht schlafen. Herrgott, dann nimm doch deine Tabletten. Entschuldige, aber ich habe heute das erste Meeting mit dem neuen Gesellschafter. Und abends muss ich noch dem alten Stretz in den Arsch kriechen, dass er seine Anteile nicht an die Kullagi vertickt. Kannst dir vielleicht vorstellen, dass es dann nicht gerade aufbaut, wenn man beim Frühstück einen Trauerkloß als Gegenüber hat. Verdammt, Laura, was willst du? Was fehlt dir? Ich ertrag das alles nicht mehr. Bitte was? Was erträgst du nicht mehr? Verdammt, schon wieder so spät. Ich muss. Wir sprechen heute Abend nochmal in aller Ruhe. Einverstanden? Ich muss diese Bilder aus meinem Kopf bekommen, verstehst du nicht? Sie sind dabei, mich zu erdrücken. Ich kann nicht mehr atmen, wenn ich nicht endlich reinen Tisch mache. Moment. Was soll das heißen, du willst reinen Tisch machen? Was zum Teufel hast du vor? Ich muss meine Aussage zurücknehmen. Ach so, ja,
Das ist vernünftig. Obwohl es vermutlich unnötig ist. Wie ich die Pappenheimer in der Brucker Inspektion kenne, ist die Anzeige eh bereits im Papierkorb gelandet. Moment. Du sprichst doch von deiner Anzeige gegen dein eingebildetes Gespenst, oder? Laura? Denkst du auch nur eine Sekunde an die Verantwortung, die wir als Arbeitgeber für Hunderte von Menschen haben? Laura, ich verbiete dir. Ich muss es aus meinem Kopf kriegen. Ich kann nicht mehr schlafen. Wenn ich die Augen zumache, dreht sich alles in mir. Und ich bin wieder im Auto. Wir lachen und singen und es schießt aus der Kurve und überschlägt sich. Und dann ist Stefanie tot und Bennys Gesicht voller Blut. Ich höre ihn stöhnen vor Schmerzen und dann ruft er nach seiner Stefanie, aber seine Stefanie ist tot. Und ich? Und du? Immer muss ich daran denken, seit ich diesen Geist in der Nacht gesehen habe. Dieses Gespenst. Es will mich vernichten. Du darfst dich nicht in diese Vision hineinsteigern, Liebste. Es sind keine Visionen, Christoph. Ich habe sie gesehen. Die weiße Frau. Mit eigenen Augen. Sie war da. Und genau an der Stelle, an der... Das kann doch kein Zufall sein. Warum ausgerechnet da? Ich bin noch nicht verrückt, Christoph. Nein, nein, nein. Liebste. Du bist einfach manchmal ein bisschen schreckhaft und überreizt. Komm. Nimm jetzt deine Medikamente. Ruh dich aus. Lass es dir gut gehen. Ich werde heute so früh wie möglich nach Hause kommen. Dann sprechen wir über alles. Ja? Warten dann abfahrbereit, Kollege. Einsatzbericht kommt spätestens morgen früh. Reicht euch, oder? Locker. Das Vaterland dankt, gell? Keine Ursache. Früher ist er leider nicht rausgekommen. Kein Waldmensch, kein Lager mit Illegalen. Bloß ein Viehschwulderer im Weilheimer Bach. Eine bescheidene Hanfplantage unterhalb der Ruine, Spuren von Raubgräberei oben und der Umstand, dass sich in der Grotten in der Mitte vom Burgfelsen wohl irgend so eine Eremitenzeit lang aufgehalten hat. Nicht gerade die Aufreger. Passt schon. Immerhin können wir jetzt ein paar Hypothesen abhaken. Ist auch was wert, stimmt. Da, übrigens. Das haben meine Leute noch gefunden. Gehen wir es euch oder kriegt's die Kripo in Öding? Sagen Sie mal, was ist das? Das ist in der Höhle im Burgfelsen gelegen. Ist eine Art Skizzenblock oder ein Tagebuch. Hab kurz reingeschaut. Ziemlich wirr, das Ganze. Herrje. Picasso im Drogenrausch. Mindestens. Also, wohin damit? Gleich zu der Asservate, oder? Ja. Oder nein, warten Sie. Kollege Egger? Hier, das Buch da. Klären Sie doch bei der Familie dieses... Sie wissen schon, der Ende Februar im Wald erfroren ist. Mautner Benjamin. Ja. Klären Sie doch bei der Familie ab, ob ihm dieses Buch gehört hat. Dann haben wir definitiv Gewissheit, wo er sich nach seiner Flucht aus der Klinik versteckt gehalten hat. D'accord? Und zeitnahe Erledigung, wenn ich bitten dürfte, Jan? Zeitnah. Sag mal. Wahnsinn, hat der zeichnen können. Das da, was kann denn das sein? Ein Mensch? Oder? Oder ein Tier? Ein Tier, das schreit. Als wird's geschunden. Dann waren das da Tränen, oder? Polizeipuck am Inn. Können wir Sie im Moment sprechen, bitte? Komisch. Was? Augenblick. Ja, Mann, der wohnt allein, der Mautner. Eine Verwandte vielleicht oder eine Pflegerin. Frau Elliot. Grüß Gott, Frau Pollinger. Sie? Ja, ich wohne seit ein paar Monaten wieder da bei meinem Vater. Ich kümmere mich um ihn. Aber Elliot... Mein Nachname? Der stand aus der Ehe mit einem Schotten. Traummann. Dichter.
musste leider feststellen, dass er unbesiegbare Konkurrenz hatte. Den Whisky. Aber sagen Sie mir, was Sie zu uns rausführt. Schauen Sie mal das Buch an. Wir müssen wissen, ob das Ihren Bruder gehört. Die Kollegen haben es in einer Grotte im Weilheimer Forst gefunden. Ja, das ist Bennys Skizzenbuch aus der Klinik. Nach seinem Unfall, da war er Aphasiker und hat nicht mehr sprechen können. Nur noch in seinen Zeichnungen hat er sie ausdrücken können. Das ist wunderbar. Entschuldigen Sie bitte. Das macht mich so glücklich und gleichzeitig so traurig, diese Bilder zu sehen. Wir haben drin ein bisschen rumblättert und uns gefragt, was die Bilder bedeuten könnten. Könnte es was mit dem Unfall von damals zu tun haben? Wie kommen Sie darauf? Das ist uns gerade so durch den Kopf gegangen. Weil wir doch seit ein paar Tagen diese angeblichen Geistererscheinungen genau an der Stelle haben, wo damals das auch passiert ist. Also ich fürchte, das sind sie auf dem Holzweg. Na, dann war jetzt wenigstens klärt, was sich der arme Kerl die ganze Zeit verkrochen hat. Schiebst du mir mal Salz rüber? Bleibt nur Magnus. Merci. Wollt unbedingt nur recherchieren, was mit eurem Marktal auf sich hat. Eifrig, eifrig. Wird mir langsam unheimlich. Du jo wirklich. Mahlzeit. Mahlzeit? Mahlzeit. Du hast zu unserem Marktal recherchiert, sagt der Pferdl. Ja. Die Geschichte ist sowas von schräg, die hat mir keine Ruhe gelassen. Was hast du denn rausgekriegt? Vielleicht das, dass der Vater von dem Benjamin Mautner mehrmals versucht hat, dass das Verfahren wieder aufgenommen wird. Mit was für einer Begründung? Sein Sohn, hat er behauptet, kann nicht am Steuer gesessen sein. Er sei seinem Charakter nach viel zu verantwortungsbewusst gewesen. Aha. Er hat also einen anderen Mitfahrer beschuldigt, dass der den Unfall gebaut haben soll. In die Richtung muss gegangen sein. Aber genaueres habe ich jetzt nicht rausgekriegt. Also entschuldigt's bitte. So blind kann doch eine Spurensicherung nicht sein, dass nicht feststellt, wer gefahren ist. Möchte man meinen. Stimmt. War aber anscheinend trotzdem schwierig. Komisch. Ja, wirklich. Laura? Entschuldige, Liebes, dass es wieder später geworden ist. Laura? Bist du schon zu Bett gegangen? Verdammt. Laura? Wo steckst du? Doch wunderbar der Kreuzzug und der Burke ist gesund und ruhmreich zurück. Am Tisch und in sein Bett, da war schon wer, sei lahmer Nachbar, da schau her. Da sind ihm gleich die Händeln gewachsen, also was hat die Welt noch nicht gesehen. Den Nachbarn hat er hingemacht mit einer Bratzen, bis ins Sechste klärt sein Sippen an. Das kannst du lassen. Was Mitternacht dann immer nur 20 Grad. Nein. In the heat of the night halt. Oh. Komisch. Was? Manchmal vergeht die Zeit so schnell, dass du kaum mitkommst. Dann hast du wieder das Gefühl, dass still bleibt. Mit deinen Vorträgen über bayerische Metaphysik fangst du mir jetzt aber bitte nicht an, gell? Das ist mir gerade eingefallen. Sag einmal, der Motor nackelt der alleweil noch? Ja, der nackelt nicht. Und ob der nackelt? Hör doch einmal, der nackelt. Nackelt der oder nackelt der nicht? Zentrale an Koloman 1213 kommen. Koloman 1213 kommen. 1213 hört kommen. Verkehrsteilnehmer auf B299 Bereich Weilhammer Forst Bereich Alte Wegscheid meldet ungewöhnliche Lichtsignale sowie Personengruppe in Fahrbahnnähe. Angeblich verdächtiges Verhalten kommen. Aha, und was versteht man unter verdächtiges Verhalten und ungewöhnliche Lichtsignale kommen? Außerirdische, das ist doch klar. Gib nur die Schilderung vom Anrufer weiter. Er tippt auf eine Gruppe illegal Eingereister oder Wilderer. Kommen. Wir fahren los, Ende. Geist der ermordeten Burgherrin, gib uns ein Zeichen. Wir kommen in Friede, kommen wir, gell?
Gib uns ein Zeichen, Geist, dass du anwesend bist. Mikro mit in Friede. Ruhe. Mikrofon hier. Antenne auch. Geist der ermordeten Burgherrin, wenn du anwesend bist, bitte mache dich bemerkbar. Was zu sehen? Vorhin, da hat es einen kleinen Ausschlag in die Richtung gäbe. Geist der ermordeten Burgherrin! Entschuldigung, darf man fragen, was Sie da veranstalten? Oh. Gestatten von Tassel, wir sind von den Bavarian Ghost Hunters. Nachdem alle Welt darüber spricht, dass es an diesem Ort regelmäßig zu Manifestationen jenseitiger Entitäten kommt, insbesondere zum Erscheinen der weißen Frau, nicht wahr, haben wir beschlossen, diesem Phänomen auf den Grund zu gehen. So. Wir untersuchen paranormale Phänomene. Untersuchen wir. Auf streng wissenschaftlicher Basis. Was sind das für Apparate? Nun, das hier ist ein hochempfindliches Mikrofon, nicht wahr? Und dieses ein Magnetometer, mit dem wir magnetische Energie auch in feinstofflicher Ausformung messen können. Hier, das werden Sie kennen, ein Nachtsichtgerät und dann noch dieser Sensor zur Messung der Temperatur. Die Erscheinung eines Geistwesens ist bekanntlich immer von einem Rückgang der Umgebungstemperatur begleitet, nicht wahr? Siehst du was Strafbares? Naja, Privatgrund sind es nicht. Für irgendwelche Messungen oder Aufnahmen, da brauchen Sie gar genehmigen. Oder? Ich hab da jetzt echt ein Erfahrungsdefizit, was Geisterjäger angeht. Und Sie verändern ja nichts. Oder graben was aus. Dagegen verwahre ich mich mit aller Entschiedenheit, ja? Raubgräberei ist für uns absolut tabu. Unser Interesse ist strikt wissenschaftlich. Und wenn ihr tatsächlich ein Wesen aus einer anderen Dimension wirkt, dann werden wir das mit unseren modernen physikalischen Messmethoden auch beweisen. Ein ungewöhnliches geomantisches Kraftfeld an diesem Ort haben wir jedenfalls bereits detektieren können, nicht wahr? Ja, ja, das stimmt schon. Ja. Das ist doch Schwachsinn. Ja, wenn Sie meinen... Jetzt nehmen wir nur Personalien auf und dann lassen wir es weiter forschen. Wer weiß, vielleicht servieren Sie uns am Ende auch noch unser Gespenst. Laura? Hier hast du dich verkrochen. Mensch, ich war kurz davor, die Polizei anzurufen. Jörg, hast du wieder... Laura, du hast mir versprochen... Oh, ich halte es nicht mehr aus. Komm, steh auf. Wir gehen ins Haus. Du erkältest dich noch, komm. Und dann nimmst du bitte deine Medikamente, ja? Komm. Ich halte dich. Was das bedeuten soll, fragen Sie? Sage ich Ihnen gerne. Es soll bedeuten, dass ich keine Lust mehr habe, meine Arbeitszeit damit zu verplempern, auf irgendwelche idiotischen Presseanfragen zu reagieren. Eine geschlagene Woche geht das jetzt schon. Was heißt hier verpflichtet? Ich bin zu gar nichts verpflichtet! Ja? Einem Krawallsender wie dem Ihren schon gleich dreimal nicht! Richtig. Sie haben richtig gehört. Krawallsender. Und jetzt tun Sie gefälligst das, was ich Ihnen und Ihren Kollegen schon zum 100. Mal gesagt habe. Wenden Sie sich an die Pressestelle des Präsidiums. Ende der Durchsage. Wo bin ich da nur hingeraten? Aber jetzt nochmal auf Anfang. Gestern Nacht also, hat wieder jemand dieses ominöse Gespenst gesehen. Ja, die Beschreibung ist wie in den anderen Fällen. Frau, weiß O-Zung, lange weiße Haar, kalkweißes Gesicht, wie ein Leich, sagt der Zeuge. Habt ihr den Fahrer pusten lassen? 06. Er sagt, dass er erschrocken ist und deswegen in Schleudern gekommen ist. Personenschaden? Ach, lass mich doch nicht alles aus der Nase ziehen! Nichts Dramatisches. Eine kleine Schnittwunden. Aber die Karre ist halt Schrott. Okay, Kollegen. Ich habe die Nase gestrichen voll von diesem Unfug. Da treibt sich offensichtlich jemand herum, dem es Spaß zu machen scheint, anderen einen Schrecken einzujagen. Und der es zusätzlich darauf anlegt, die Polizei zum Gespött zu machen. Aber damit ist jetzt Schluss. Ja, aber wie? Hab schon einen Plan. Wir legen uns auf die Lauer. Observieren sowohl den Bereich Alte Wegscheid, sowie sämtliche Zugänge zum Gelände.
Wieder mit der Beppo. Na was? Dazu brauchen wir doch keine Bereitschaftspolizei. Das schaffen wir mit eigenen Kräften. Nötigenfalls ordern wir auf dem kurzen Dienstweg noch ein, zwei Streifen Besatzung aus Öding. Raab, Sie bereiten die Aktion vor und teilen unsere Leute ein. Studieren vor allem die Topografie und legen fest, wo die Teams in Position gehen. Verstanden? Ja. Dann das noch. Dem Tagblatt entnehme ich, dass dieser Geisterjägerclub für heute Mittag im Bruckbräu eine Infoveranstaltung angesetzt hat. Jemand soll sich den Quark anhören. Möchte sicher gehen, dass es sich bei diesem Hokuspokus nicht um eine abgekartete Chose handelt. Das steht heute nämlich ebenfalls im Anzeigenteil vom Tagblatt. Gucken Sie mal. Hier. Gretchenfrage. Zufall oder kein Zufall? Jörn van Tassel, international renommierter Geistheiler. Bekannt von Funk und Fernsehen, gastiert in Bruck an Inn. Hotel Bruckbräu, Spezialität übernatürliche Phänomene, Analyse von störendem Magnetismus und negativen Kraftlinien. Durchführung von was? Reinigenden Räucherzeremonien und anderen Bannungsritualen auf schamanischer Basis, auf Wunsch auch tantrisch. Nach Schaman Swami Sindra, vor Ort außerdem erhältlich Seancen, Privatberatung. Sichern Sie sich den Schnupperpreis für Erstgutachten, Termine auf Anfrage. Das ist ja Kabarett vom Feinsten, ist das. Gibt's ja nicht. Ich kann Ihren Humor leider nicht ganz teilen, meine Herren. Ich wäre nämlich keineswegs überrascht, wenn es zwischen diesen Machenschaften und unserer Dame in Weiß einen ursächlichen Zusammenhang gäbe. Ihre Nachricht. Hey Laura, hör zu. Das Abendessen bei Direktor Spretz hat sich doch gezogen. Der Alte hat gelabert und gelabert. Das heißt, jetzt ist es Augenblick, kurz nach 10. Ich fahre im Moment von Salzburg weg und bin schätzungsweise in 2 Stunden zu Hause. Tschüss Schatz, ich lieb dich. Steigt in böser Geist. Warum lässt du nicht ab von mir? Was willst du von mir? Firmenzentrale. Person nähert sich von Uferseite, bewegt sich in westliche Richtung. Zentrale an 4. Unser Zielobjekt. Ist auch nicht. Bleib
Er hat uns bemerkt. Halt! Stehen bleiben, Polizei! Halt! So, an Zentrale, Zielperson läuft in Richtung Zentralposten. Wiederhole, Zielperson läuft in Richtung Zentralposten. Wie dieser Rauch aus den heilenden... aus den heilenden Kräutern emporsteigt, so möge auch der Frieden in meiner Seele zurückkehren. Wer bist du, Geist? Was ist dir geschehen, dass du mich quälen musst? Geh! Geh! Au! Was haben Sie hier draußen verloren? Um die Zeit. Das ist doch die Tochter von... Ja, ich? Ich glaube, ich bin. Ich konnte nicht schlafen und wollte nur ein bisschen frische Luft schnappen. Ist das verboten? Tasche aufmachen. Da ist nichts. Ihre Tasche. Öffnen. Geben Sie her. Ach nee. Was haben wir denn da? Was? Um Gottes Willen. Laura. Laura! Mir interessiert bloß nur eins, Frau Elliot. Wie kann ein erwachsener, intelligenter Mensch wie Sie auf so eine saudumme Idee kommen? Wirklich, das müssen Sie mir erklären. Es war meine letzte Chance. Chance? Für was bitte? Mein Vater hat jahrelang versucht, dass der Unfall von damals nochmal untersucht wird. Und dass festgestellt wird, dass der Benny nicht für den Unfall verantwortlich sein kann. Erst recht nicht für den Tod von der Stefanie, weil er nicht gefahren ist. Ja, die Rettung haben doch hinterm Steuer gefunden. Ja? Was soll man da jetzt mitkommen? Dass ihn da gefunden hat, das muss doch noch nicht bedeuten, dass er gefahren ist. Ach jetzt. Es hat wohl auch schlüssig geklungen, wer der Christoph den Unfallhergang geschildert hat. Und die Laura, seine damalige Verlobte, die hat sich dazu nicht geäußert. Sie sei nach dem Aufprall eine Weile bewusstlos gewesen. Und deswegen das ganze Theater mit der weißen Frau. Ich bring's immer noch nicht zusammen. Sie haben bloß Glück, dass es nicht zum schweren Unfall gekommen ist. Was das, was Sie wollen, haben? Sich rächen? An Menschen, die zufällig an der Stelle vorbeikommen? Also, das ist doch krank. Ich wollte mich doch nicht rächen. Ich wollte nur, dass die Laura die Geistererscheinungen mitbekommt. Wieso ausgerechnet Sie? Ich bin mir sicher, dass sie bei dem Unfall nicht ohnmächtig war. Die war damals rettungslos in Christoph verschossen und hat von einer Hochzeit mit ihm geträumt. Deshalb hat sie für ihn geschwiegen, um ihn nicht zu verlieren. Dass der Christoph je mit der Wahrheit rausrücken würde, das war nicht zu erwarten. Unsere Frau ist anders. Die Laura, die hat sich schon immer für Esoterik interessiert. Ist abergläubisch. Also wenn jemand das Schweigen brechen würde, dann... Würde sie das sein. Und das war es, was ich wollte. Mein Vater, der hat nicht mehr lange zu leben. Ich wollte nur noch, dass er wenigstens in Frieden sterben kann. Ich liebe meinen Vater. Kommen Sie, fahren Sie heim. Und jetzt? Jetzt war alles umsonst. Die Laura wird schweigen. Und in ein paar Wochen ist alles verjährt. Laura! 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 Große alte Umbringer, das hat er nicht können. Drum hat er sie einmauern lassen. Im Burgturm ohne Fressen, ohne Saufen, soll sie Lind verrecken und vergehen. Seitdem erscheint so als weiße Frau, weil sie's Opfer einer Lüge war. In der Nähe von der Burg, allweil dann, wenn aus Lüge Leid und Unrecht wird. Am 19.08.2017 von 0.50 Uhr bis 3.45 Uhr. War ich am Einsatz eines Liegesbrandes zum Nachteil der Eheleute Bühlinger im Programm Inn beteiligt. Der Ehemann Christoph Bühlinger wurde von mir noch vor Ort angetroffen. Er selbst habe seine Frau aus dem bereits brennenden
Obergeschoss geborgen und sich dabei leichtere Brandverletzungen zugezogen. Herr Böhlinger war bei klarem Bewusstsein, zeigt aber Anzeichen starker innerer Erschütterungen. Er sei davon überzeugt, dass seine Frau während seiner Abwesenheit einen Nervenzusammenbruch erlitten haben musste, im Zuge dessen das Feuer entstanden sein dürfte. Seine Frau sei nie über einen Vorfall von vor 10 Jahren hinweggekommen, bei dem er, Christoph Böhlinger, Zitat, einen großen Fehler begangen habe. Dazu führte er von sich aus, dass es im Jahr 2007 im Weilheimer Forst zu einem Unfall gekommen sei, bei dem eine junge Frau tödlich verletzt wurde und eine weitere Person schwere Kopfverletzungen davon trug. Dabei sei er im betrunkenen Zustand am Steuer gesessen, er habe aber, um der Strafverfolgung zu entgehen, in seiner Panik den schwer verletzten Beifahrer auf den Fahrersitz verbracht, wodurch sich dessen Verletzungen vermutlich verschlimmerten. Seine damalige Verlobte und heutige Ehefrau, die damals ebenfalls an diesem Unfall beteiligt war, habe er dazu bewegt, seine Version zu bestätigen. Herr Böhlinger beteuerte wiederholt sein tiefes Bedauern und erklärte sich bereit, sich seiner Verantwortung zu stellen. Punkt. Gezeichnet Rudi Egger, PHM. Sollen wir es nicht auch gleich noch zu Kripo überschicken? Das Verfahren wird eh wieder aufgenommen, die Sache ist ja noch nicht verjährt. Ist schon längst erledigt. Mir geht's halt wie am Jesus. Dem Jesus? Mir tut mein Kreuz so weh. Rudi, aus dir wird langsam ein richtiger Gesellschaftslöwe. Ein Witz jagt den nächsten. Ja, klar. Du, der Roland und ich, wir gehen noch zum Frühschoppen in Bruckboy. Kommst du mit? Na. Hey, jetzt stell dich nicht so an. Eine halbe Bocke dunkel, das baut auf. Ich hab gesagt, na. Ja, und wieso nicht? Ja, redst jetzt nicht mehr mit mir. Ich bin verabredet. Also? Mir ist was dazwischen gekommen. So zum Sagen. Dazwischen. Und was? Die Liebe. Fürchte. Also. Rudi, alles okay? Na, alles okay. Ich hab übrigens die Ventile nachschauen lassen. Und nackeln's nimmer. Jetzt nackel ich gar nichts mehr. Die Weiße Frau von Robert Hültner. Mit Thomas Birnstiel, Michael Brandner, Katja Bürkle, Anna Drexler, Jürgen Fischer, Michael A. Grimm, Matthias Golkowski, Brigitte Hobmeier, Erdschan Karatscheile, Florian Karlheim, Franz Petzold, Susanne Schröder, Katrin von Steinburg, Harry Teschner und Martin Umbach. Ton und Technik Gerhard Wichow, Daniela Röder. Regieassistenz Stefanie Ramp. Dramaturgie Katharina Agathos. Komposition Zeitblom. Regie Ulrich Lampen. Produktion Bayerischer Rundfunk 2017. Für den ARD-Radio-Tatort.